Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder? Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Stimmt. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, so weit bin ich noch nicht mit dem Plan. Sieh mal, was in diesem Karton ist. Was denn? Nichts! Reingefallen! Ach, Harvey. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden. Wozu? Einen Saunaclub gründen? Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Denk dran, du bist aus Frottee. Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Nette Idee, aber das Öl ist leer. Hey, Edna, kannst du vielleicht das Fenster für mich aufmachen? Da komme ich selbst nicht ran, Harvey. Meinst du, sonst säß ich noch hier unten? Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja. Der gute alte Ofen. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug. Wie? Edna, hilfst du mir kurz hoch?
Ja, ich denke, das kriege ich hin. Oh, da sitzt ja wer. Der Linke ist Mattis, Ednas Vater. Aber rechts, hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mattis zusammen am Tisch und isst Eiscreme? Ich verstehe das nicht. Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich weiß auch nicht. Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie willst du eine Tür öffnen? Stimmt. Ich guck mich lieber weiter um. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los! Mattis, dein Vater, dein Eigenfleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul! Du rätst nie, was auf der Veranda. Schieß los. Mathe, hockt und es kommt beide. Das kann... Nein, da ist doch... Edna, Edna, Edna! Du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Man darf endlich Esel auf Oggen reimen? Ja. Yippie! Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. Ich habe gelesen, dass ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet wurde. Das ist aber ausgesprochen seltsam. Da wollte irgendjemand ein Statement abgeben, wie mir scheint. Rat mal was, der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein, schon wieder? Das letzte Mal waren es 3 Bäume, allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst? Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Und jetzt? Die Türklinke verspottet mich. Die Schrauben halten eine Verblendung, was wohl dahinter ist. Da bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich kann's kaum glauben, es hat wirklich geklappt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. No, not yet.